Bernecker Aktienbräu Nummer 15. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Ausgabe. Heute bei mir im Studio Oliver Kantem, Redakteur von der Aktionärsbrief, Georg Suris, Redakteur vom Frankfurter Tagesdienst, und Walter Thissen, seines Zeichens Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief, meine Damen und Herren. Das sind meine Gäste heute. Es gibt einiges zu besprechen. Der DAX hat ganz schön Gas gegeben. Wir wollen mal schauen, wohin die Rallye denn jetzt geht, sofern sie denn nach der Meinung meiner Experten hier gestartet ist. Aber zunächst gucken wir erstmal, wer die Runde hier heute für uns zahlt. Wir gucken aufs Aktienspiel drauf und sehen dann, dass Bernhard M. Klintzing die heutige Runde zahlt. Der Turbo auf Kupfer ist nicht aufgegangen. Arndt Kümpel mit 8% mit Nordex, da muss man sagen, hervorragendes Ergebnis, denn er war der Einzige in der Sendung letztes Mal, der keinen Hebel benutzt hat. Dann Stefan Schmidbauer mit 18,51% im Plus, das war der Put auf Walmart, und der DAX ist explodiert bei Daimler, Wavecall daher auch, und da steht dann ein kleines Plus von 122,41% in den vergangenen zwei Wochen. Sie kann sich vielleicht noch erinnern, Schmidbauer und Klintzing waren ja angetreten, um mich zu schlagen, ist nicht ganz aufgegangen, aber sie sehen trotzdem Stefan Schmidbauer und ich auf Platz 2. Und wenn Sie jetzt denken, super, mich würde ja interessieren, was die beiden sonst noch so empfehlen, und dazu auch noch denken, super, das hätte ich sogar noch gerne auf dem Handy. Ja. Zufälligerweise habe ich dann was für Sie. Schicken Sie einfach eine E-Mail, hier sehen Sie es eingeblendet, an info@finanzen100.de. Und dann kommen Sie an den Börsenkompass aus dem Hause Bernecker. Das ist eine Beta-Version zurzeit. Die können Sie für 9,95 Euro dann monatlich haben. Dann können Sie sehen, was der Herr Schmidbauer und meine Wenigkeit so unter der Woche alles an schlauen Ideen haben, wie Sie Ihr Geld vermehren können. Ist ein einmaliges Angebot, gilt nur noch diese Woche. Sie bleiben auch bei diesem Preis. Später, wenn die Beta-Version abgeschlossen ist, wird der Börsenkompass um einiges teurer, und von daher ist das jetzt ein absolutes Schnäppchen für Sie. Schicken Sie also einfach, wenn Sie Interesse haben, eine E-Mail hier an info@finanzen100.de, und dann kommen Sie sehr günstig an unser neues Produkt, eine App aus dem Hause Bernecker mit dem Namen Bernecker Börsenkompass. So, bisschen Eigenwerbung, jetzt kommen wir zu den wesentlichen Dingen, die Sie natürlich auch interessieren. Rallye im DAX, der DAX hat ordentlich Gas gegeben. Wenn wir es vergleichen mit 2014, da ist er im Oktober auch gestartet und hat dann bei 12,4 geendet. Jetzt hat er im Oktober auch wieder Fersengeld gegeben. Enden wir jetzt auch wieder bei 12,4? Ja, wir haben ja vor einem Jahr auch ziemlich zum genauen denselben Zeitpunkt ist der DAX aus dem Stand raus zu einer 4.000-Punkte-Rallye gestartet, fast ohne Zwischenhalt. Ich glaube nicht, dass es diesmal so eine derartige Rallye gibt. Erstmal ist das Ausgangsniveau höher. Zweitens sind wir natürlich jetzt schon ein Jahr weiter, was jetzt diese Maßnahmen angeht, wie dieses überreichlich vorhandene billige Zentralbankgeld. Das war natürlich vor einem Jahr, hat das noch ein bisschen mehr gezogen als Anlass für die Anleger, in den Markt einzusteigen. Mittlerweile ist das, ich vergleiche es immer gerne mit dem Drogensüchtigen, der immer eine noch stärkere Dosis braucht, um den erhofften Effekt zu erzielen. Und ich glaube, diesmal ist die Wirkung einfach nicht so nachhaltig und nicht so bombastisch dynamisch wie vor einem Jahr. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt in die Jahresendrallye gestartet sind. Wir vom Aktionärsbrief, haben wir jetzt auch in der aktuellen Ausgabe geschrieben, können uns durchaus vorstellen, dass wir zum Jahresende im DAX zwischen 11.500 oder, wenn es ganz, ganz gut läuft, vielleicht auch zwischen 12.000 liegen. Aber was dann danach kommt, ich glaube, im neuen Jahr wird es schon wieder etwas schwieriger werden. Du wirst ja schon wieder ein bisschen pessimistisch, wenn wir überlegen, 4.000-Punkte-Rallye, jetzt draufrechnen, 9,8 plus 4, dann sind wir bei 13,8. Und du sagtest ja aber auch, Junkie auf Entzug, aber Draghi hat ja gesagt, wenn sein muss, gibt es für die Junkies noch mehr Kohle. Also wo denkst du, da geht es weiter hoch? Also ich denke schon, dass wir wieder über die 12 gehen. Ja, also wir haben im Moment eigentlich ein ganz spannendes Umfeld. Wir haben ja in den letzten Monaten doch erhebliche Risikofaktoren oder Angstfaktoren gehabt. China, Emerging Markets, eine mögliche Zinsversteifung in den USA. Bis jetzt hat sich eigentlich nicht so wirklich in einem Katastrophenszenario dann ist das nicht zu einem Katastrophenszenario gekommen. Im Gegenteil, die EZB ist drauf und dran, eben den Gashebel noch mal tiefer durchzudrücken sozusagen. Die Fed zappelt weiter hin und her, macht aber jetzt nicht den Eindruck, dass es aggressiv an der Zinsschraube drehen wird. China scheint nicht groß abzustürzen. Insofern haben wir jetzt eigentlich zusätzlich dazu, dass wir ja sowieso in einer interessanten börsensaisonalen Phase sind,
eigentlich ein ganz interessantes Umfeld, zumal der DAX jetzt, wenn man ihn so betrachtet, auch nicht sensationell teuer ist. Also 4.000 Punkte würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen in einem nahen Zeitfenster, aber ich glaube, man sollte jetzt tatsächlich schon dabei sein. Die Chancen sind schon ganz gut. Der Zug könnte abfahren, Herr Suhres, ohne den, der jetzt noch auf seinem Cash hockt. Also es ist so, wir haben auch beim Frankfurter Tagesdienst da schon zum Einstieg geblasen, zum vorsichtigen Einstieg. Man muss ja sehen, Ende September bis jetzt hat sozusagen der DAX in einem Monat gut 1.200 Punkte gemacht. Das ist ja schon ein großer Schluck aus der Pulle. Ich nehme auch das an, dass es nicht so eine Reaktion geben wird wie vor einem Jahr. Es wird auch ein interessantes Thema sein, wie jetzt die Berichtssaison ausfällt, ob da von den Unternehmen sozusagen positivere Signale kommen, die da nochmal dem Zug einen Schub verleihen können. Die Notenbank hat ja letzte Woche Donnerstag schon klar gemacht, dass sie alles dafür von Seiten der Geldpolitik tun wird. Dass sich dieses Arsenal etwas abgenutzt hat, ist ganz normal und insofern kommt es jetzt, denke ich mal, auf die Berichtssaison an. Ja, ordentlicher Schluck aus der Pulle ist ja hier auch gern gesehen, ne? Draghi hat ihn angeboten. Sagen wir mal zur Quartalsberichtssaison. Wie bist du bis jetzt zufrieden, wenn wir jetzt mal auf die DAX-Titel gucken? Einige haben ja schon ihre Bücher geöffnet, zum Beispiel aber jetzt Überraschung auch negativ. Deutsche Post hatte eine Gewinnwarnung rausgegeben und vor allen Dingen, was natürlich jeder erwartet hat oder jeder drauf geguckt hat, die Zahlen von VW. Ja, bisher ist die Quartalsberichterstattungssaison eher so durchwachsen ausgefallen. Es gab sehr gute Ergebnisse, zum Beispiel Daimler, wenn wir schon bei den Automobilherstellern sind. Oder halt SAP hat auch überrascht eigentlich, besonders gut da im Cloud-Geschäft ist es gelaufen. VW ist natürlich der absolute Negativpunkt, aber das muss man so ein bisschen als Sonderstory betrachten. Da ist ja momentan kaum möglich, da eine wirklich seriöse Aussage zu treffen, wie es da jetzt weitergehen wird. Okay, wir haben jetzt die ersten Zahlen raus im vergangenen Quartal, halt ein Verlust von 3,5 Milliarden Euro waren es, glaube ich. Kommt man schnell ein bisschen durcheinander, weil wenn man jetzt sich VW-Zahlen anguckt, da geht es eigentlich immer nur um Milliardenbeträge. Da wird es wirklich schwierig, aber es steht natürlich weiterhin anheim, dass 8,5 Millionen Autos zurück in die Werkstätten müssen. Die Kosten, die für diese ganze Aktion letztlich anfallen werden, das ist bisher so gut wie unmöglich zu prognostizieren. Es gibt Analystenstimmen, die sagen, dass VW die ganze Geschichte mindestens 30 Milliarden Euro kosten wird. Und insofern sind da mit den Rückstellungen, die man da jetzt gebildet hat, von, ich glaube, 6,7 Milliarden Euro, wird man wahrscheinlich nicht ganz hinkommen. Aber VW darf man jetzt wirklich nicht so im Gesamtkonzern, im Gesamtkonzert der Quartalsberichterstattungssaison sehen. Das ist eine Story für sich. Die anderen DAX-Werte, die bisher gemeldet haben, ja, es ist durchwachsen. Also es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt einzelne positive Sachen, aber auch einzelne negative. Zum Beispiel BASF, kommen wir, glaube ich, auch noch drüber sprechen. Ja, sprechen wir mal drüber. Und da muss man schon immer sich die Aktie selbst immer sehr genau angucken. Aber die Rahmenbedingungen insgesamt, Walter Thyssen hat es ja gerade gut zusammengefasst, die sprechen eigentlich eher dafür, dass der Gesamtmarkt weiter zulegen wird. Der Walter kann also gut zusammenfassen. Vielleicht machen wir dann am Ende, dass du nochmal den Stammtisch zusammenfasst für uns, ne, damit die Leute schnell und kompakt nochmal auf den Punkt kriegen. Das können wir einführen, ja. Aber wenn wir nochmal über VW reden, die machen hier unterm Strich mal ein paar Milliarden Verlust und jeder denkt, und anderes Unternehmen würde mit so Zahlen kommen und die werden 20-30% im Minus. Aber VW ist an dem Tag sogar noch gestiegen und zwar war es der stärkste Wert im DAX. Haben die Zahlen so ein bisschen Augenwischerei betrieben, dass das vielleicht einige auch dachten, alles gar nicht so schlimm wie gedacht? Ja, das würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen. Ich denke, die Meldung sollte man im Kurskontext sehen. Und auch wenn die Aktie jetzt an dem Tag nicht groß verloren haben mag, ist sie ja vorher massiv zusammengefaltet worden. Wenn man sich das anschaut bei den Vorzugsaktien, die sind ja von allein, ich glaube, in diesem Jahr von 260 oder ungefähr 260 runter auf 90 oder unter 90 Euro gefallen. Das heißt, im Aktienkurs ist vorher schon kein Sonnenscheinszenario eingepreist gewesen, sondern mehr oder weniger der Weltuntergang. So. Und wenn dann die Zahlen kommen, die nicht unbedingt schön sind, aber es sind erstmal Fakten, mit denen man arbeiten kann. Da ist natürlich immer noch eine große Unsicherheitskomponente drin, aber es ist erstmal Zahlenmaterial da. Und so ist gut vorstellbar, dass vielleicht der ein oder andere, der Short war, eine Aktie erstmal eindeckt und alles so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und die Leute sich vielleicht auch überlegen, ob dieser Verlust im Börsenwert von VW tatsächlich so angemessen ist. Also es bleiben Unsicherheitsfaktoren, Rechtsrisiken bleiben bestehen.
Insofern ist das Ganze immer noch eine etwas gewagte Geschichte, aber auf diesem niedrigen Kursniveau scheint die Aktie tatsächlich schon sehr ausgebombt zu sein. Und wenn sie dann nach solchen Zahlen eben auch noch zulegen kann, dann ist das eigentlich ein sehr schönes Zeichen. Trotzdem würde auch der Frankfurter Tagesdienst keinen Fuß in die Tür bei VW stellen, oder? Daimler ist da für Sie die bessere Wahl, Herr Suhres. Daimler ist da für uns im Moment die bessere Wahl, da sind wir ja auch schon drin. Es ist de facto aber so, dass bei VW, sage ich mal, wie Vorredner haben es ja schon gesagt, das Risiko ist nicht abzuschätzen. Ich habe da teilweise Schätzungen gelesen, die sich zwischen 20 und 80 Milliarden Euro bewegen in der Gesamtkosten für die Krise. Und da kommt ja noch einiges drauf zu. Insofern ist jetzt erstmal wichtig für die Aktie, dass sie den Boden findet und dass man diese Krise vielleicht häppchenweise abarbeiten kann. BP hat das ja sehr gut vorgemacht bei der Bohrinsel, das ist mir heute noch dran, die Altlasten sozusagen abzuarbeiten. Und das dürfte dann auch bei VW der gangbare Weg sein. Es geht aber so, dass dann auch viele da sozusagen schon mit den Füßen so ein bisschen zucken, in der Hinsicht billig einzusteigen bei VW. Und es ist ja trotz dieser Problematik, trotz diesem Dieselgate immer noch ein tolles Unternehmen. Und insofern, wenn jetzt das Management glaubhaft vermitteln kann, wir entschuldigen uns dafür und wollen alles dafür tun, dass das transparent wird und dass das abgewickelt wird und dass das nicht mehr vorkommt, dann ist das auch so eine Art Neustart und da ist der Anleger sicherlich gut beraten, wenn er nach einer gewissen Frist auch mit einsteigt. Ich glaube sogar, dass diese Geschichte, so unliebsam und unschön sie auch ist, für VW eigentlich eine tolle Chance sein kann. Also wenn das Management jetzt richtig zupackt, man hat ja natürlich jetzt ein perfektes Alibi, um verschiedene Restrukturierungsmaßnahmen zu machen, um im Markenportfolio vielleicht ein bisschen aufzuräumen, um vielleicht stärker auf Synergien zu achten, um stärker darauf zu schauen, dass man vielleicht etwas wettbewerbsfähige Produkte schafft, zum Beispiel von der Stammmarke VW in den USA. Also es ergeben sich schon eine ganze Menge Möglichkeiten, wo man jetzt wirklich mit etwas gröberer Manier auch ein bisschen den Hebel ansetzen kann. Wenn das Management das schafft, dann kann da langfristig sogar eine ganz interessante Chance draus werden. Gut, der neue Vorstand der Deutschen Bank braucht keinen Skandal, um da ordentlich durchzukehren. Der räumt so alles weg, was ihm im Weg steht. Ja gut, Skandal hat es ja da trotzdem noch ausreichend. Gut, aber da war er noch nicht da. Gut. Also. Das ist natürlich immer das Fund, womit ein neuer Vorstandsvorsitzender dann wuchern kann, von wegen, ich muss jetzt hier mit hartem Besen durchkehren. Alles, was da wegzukehren ist, habe ich selbst gar nicht verursacht. Insofern fällt es natürlich dann immer besonders leicht, dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Ja, kann der neue Mann mal ordentlich durchwischen und kann ja sagen, auf meinem Mist ist er nicht gewachsen. Deswegen muss erst recht alles raus, was keinen Eintritt bezahlt. BASF hat keinen neuen Vorstand, aber da musste vielleicht auch irgendwas raus. Und zwar musste da eine Prognosekürzung raus. Wie schätzt du das ein? Das ist ja natürlich auch so ein bisschen, muss man das sehen, dass BASF so ein kleiner Wegweiser auch für die Konjunkturentwicklung ist. Richtig, BASF als weltgrößter Chemiekonzern steht natürlich besonders im Rampenlicht. Es war aber nicht ganz unerwartet, dass BASF die Prognose senken würde und die Prognosesenkung selbst ist ja jetzt auch nicht sehr dramatisch gewesen. Was eigentlich nicht erwartet worden war vom Markt, ist die Schwäche im Agrarchemiegeschäft. Da ist man so ein bisschen dann auf dem falschen Fuß erwischt worden und das ist eigentlich dann eher so ein robusteres Geschäftsfeld, aber selbst da hat man doch Umsatzverluste hinnehmen müssen. China belastet natürlich, das kommt dazu. Also China hat überhaupt kein Wachstum mehr beigesteuert für BASF. Aber ich finde die Kursreaktion, wenn ich mich recht entsinne, war minus 5% ungefähr an dem Tag, wo es gemeldet worden ist. Und die Aktie hat ja vorher auch schon verloren gehabt. Insofern eigentlich auch jetzt wieder die Zahlen, dann haben die Unsicherheit vom Markt genommen. Es wurde dann noch etwas vom Kurs adjustiert nach unten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt der Beginn von einer anhaltenden Bassphase von der BASF-Aktie ist. Ein hervorragendes Management hat man in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Klar, jetzt muss die Aktie versuchen, einen Boden zu finden. Ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt große Krisenszenarien zeichnen muss, was BASF angeht. Aber ja, ein Kauf ist die Aktie momentan aber auch nicht. Ja, braucht man ja auch nicht. Ne? Und wieder kann China hinhalten. Ne? China ist nur neuerdings so der Sündenbock. Ne? Erst hat sie die Automobilindustrie runtergeprügelt, weil der Absatz angeblich da so stark eingebrochen ist. Jetzt natürlich auch bei BASF ist China schuld. Ne? Also China, vielleicht sollten wir mal die bestrafen und die nicht immer ihre Journalisten, dass die Börse nach unten drücken. Aber auf die weltweite Konjunktur gesehen, muss man sich da jetzt Sorgen machen, dass die auch stärker abkühlt als erwartet, wenn BASF jetzt quasi die weiße Fahne schwenkt? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also BASF war ja beispielsweise auch recht belastet durch die Ölpreisentwicklung. So, wir haben ja gerade im zweiten Halbjahr 2014 den massiven Abschlag im Ölpreis gesehen. Wenn das Ölpreisniveau so bleibt, sind wir ja gegen den Jahreswechsel herum ungefähr auf Sichtweite zum vorherigen Vergleichsstand. Aus meiner Sicht
passt BASF zum Umfeld, wie wir es haben, moderate Beruhigung, aber auch jetzt kein großer Crash. China ist natürlich weiter ein Faktor, man kann die Zahlen schlecht einschätzen, wie glaubhaft sind diese Zahlen, wird da gemogelt oder nicht. Aber Chinesen und Mogeln? Ja, das ist kaum vorstellbar. Aber gut. Jedenfalls scheinen sie recht motiviert zu sein und auch vom politischen System sind sie natürlich irgendwo schon auch dazu in der Lage, eben massiv, ja, den Hebel anzusetzen, sei es in der Geldpolitik oder sei es mit Konjunkturmaßnahmen. Das sollte man vielleicht nicht ganz unterschätzen. Also ich hänge das jetzt mit den Zahlen von BASF nicht allzu hoch. Und vielleicht nochmal als Schlaglicht zu der Aktie. Wir sind ja jetzt nicht mehr weit entfernt vom neuen Jahr, vom Frühjahr, sage ich mal, einem halben Jahr oder sowas, wird es ja dann auch wieder um Dividenden gehen. Und BASF ist in meinen Augen ein wirklicher Blue Chip. Und wenn die Dividendentaxe greift, laut Finanzen.net bzw. Factset, hat man bei der Aktie jetzt eine Dividendenrendite von ungefähr 4%. Also das ist vielleicht ein Punkt, den man so ein bisschen gegen die Kursschwäche setzen sollte. Übrigens, die Aktie hat ja eine extreme Berg- und Talfahrt dieses Jahr hingelegt oder in den letzten 12 Monaten. Von, ich glaube, ungefähr 65 hoch auf irgendwie 90 oder so und dann eben auch stark wieder runter. Bei 64, glaube ich, ist sie aber schon recht gut unterstützt. Also selbst wenn sie jetzt vielleicht nicht extrem steil nach oben zieht mit der jüngsten Warnung, ist immer ein bisschen blöd, wenn das Unternehmensmanagement die Situation nicht so ganz griffig einschätzen kann oder nicht im Griff hat und entsprechend dann die Prognose anpassen muss. Also selbst wenn sie jetzt nicht durchstartet direkt, glaube ich, ist das Restrisiko nicht mehr so ganz groß, zumindest aus der Charttechnik heraus. Dann kann zumindest derjenige, der sich jetzt noch nicht getrennt hat, dabei bleiben. Dividende, ne? Hat der Chef von der Deutschen Bank auch. Weg, weg, alles weg. Ich glaube, der sitzt nur im Büro. Weg, raus, weg. Versuch es. Ja, ich muss sagen, zu BASF vielleicht noch anmerken, wir haben die beim Frankfurter Tagesdienst auch schon länger drin. Wir haben diese Schwächephase zum Einstieg genutzt, weil das muss man einfach unterstreichen. Die haben jetzt vielleicht eine Schwächephase, die man strategisch zum Einstieg nutzen muss, weil ich denke mal mittelfristig auf Sicht von 2-3 Jahren wird die Aktie die 100-Euro-Marke durchstoßen. Und was der Herr Thyssen gerade mit der Dividendenrendite gesagt hat, das ist bei BASF ein wirkliches Fund. Wenn man sich überlegt, die hat im März 2009 bei 27 Euro notiert. Da war ja hier Katastrophenszenario auch konjunkturell und danach ist die Aktie wie eine Rakete abgegangen. Wer da eingestiegen ist, der hat heute sozusagen am Anfangsinvestment gemessen eine Dividendenrendite von 10%. Das ist eine Aktie, die gibt man einfach nicht aus der Hand und da nutzt man halt solche Schwächephasen zum Einstieg. Nicht weg, nicht weg, bleib. BASF, bleib. So, dann muss Draghi überhaupt noch mehr Geld in die Märkte pumpen? Ja, offensichtlich hält das für nötig, sonst hätte er die Bazooka nicht wieder ausgepackt. Vielleicht trägt er die einfach nur gern. Ja, offensichtlich. Und er hat ja jetzt die alte Bazooka jetzt sogar noch gegen eine neue mit einem noch größeren Kaliber ausgetauscht, zumindest verbal. Sie ist ja noch nicht zum Einsatz gekommen, aber damit kann man ja schon Märkte bewegen, indem man rein ankündigt. Die erste Bazooka, das war, glaube ich, im Sommer vor 2 Jahren, hatte ja auch dann direkt eine Rallye gestartet am Aktienmarkt, sondern das Gleiche. Und es reicht einfach nur zu sagen, wenn nötig, dann sind wir bereit, nochmal alles dafür zu tun. Mit solchen Worten hat er ja auch die Spekulation gegen den Euro beendet. Es wurde ja ganz massiv gegen den Euro spekuliert und er hat einfach gesagt, whatever it takes. Und gegen die Zentralbank zu spekulieren, das kann eigentlich für den normalen Anleger immer nur schlecht ausgehen. Insofern, das ist natürlich das, was die Märkte erstmal hören wollen. Weiterhin billiges Geld vorhanden. Zentralbankeinlagen bei der EZB werden wahrscheinlich mit noch höheren Negativzinsen bestraft werden. Da ist ja dann im Gespräch, dass der negative Zinssatz noch etwas weiter ausgebaut werden soll. Klar, die Börse hört sowas gerne. Nur so ein bisschen ist es natürlich auch, man gesteht sich selbst und den Märkten auch mittelbar ein, dass die Maßnahmen nicht dazu geeignet sind, um die Fundamentalwirtschaft anzukurbeln. Weil solange wir es jetzt schon machen, mit diesen QE-Programmen, sei es jetzt in den USA oder halt in Europa, die Fundamentalwirtschaft hat davon nicht nachhaltig profitieren können. Es ist alleine eine Droge für die Märkte. Und es wird, je mehr man von diesem Geld man in die Märkte pumpt und was ja nach Anlage sucht, und deswegen haben wir ja teilweise schon bei AAA-Anleihen haben wir schon negative Renditen, weil diese ganzen Milliarden müssen ja irgendwo wollen irgendwo angelegt werden. Und dass das ist, zeigt ja auch, dass es weniger in die Realwirtschaft fließt, sondern eher in die Finanzanlagen. Und ob da jetzt für die Fundamentalwirtschaft das jetzt wirklich nötig ist und sinnvoll ist, da jetzt, dass die EZB, wenn es
wenn sie es als nötig erachtet, da jetzt noch weiter x Milliarden in die Märkte pumpt. Ich glaube es eher nicht, aber es wird auf jeden Fall dazu beitragen, zu dem positiven Grundton, den wir momentan an den Aktienmärkten haben. Liquidität ist ja das Benzin der Börse und je mehr Liquidität da ist, es sucht nach Anlage und davon werden auch unter anderem die Aktienkurse profitieren. Und deswegen glaube ich, dass es zunächst erstmal weiter hochgeht, aber halt nicht mehr so wie bei der letzten Aktion. Da bin ich mir nicht sicher. Draghi hat also die Bazooka weggelegt und sich hinter die dicke Bertha gesetzt und mal ordentlich am Tisch gehauen. Wenn man auf die Fed schaut, meint man, die rauchen eher die Friedenspfeife und spielen Ringelpiez mit Anfassen, wobei sich die Richtung alle 10 Minuten dreht. Also da verliert die Fed ihre Glaubwürdigkeit komplett, weil die einfach nicht aus dem Quark kommen? Ja, also generell kann man ja sagen, dass dieses Instrument Quantitative Easing ein riesengroßes Experiment ist, was da im Moment läuft. Und der Zwischenbilanz kann man eigentlich sagen, es hilft den Märkten der Realwirtschaft eher bedingt. Die Fed hat den Kurs gefahren, sollte eigentlich jetzt schon wieder in Richtung Normalisierung unterwegs sein oder schon da sein. Denn wenn es demnächst vielleicht wieder mal zu einem konjunkturellen Tal kommt, wo ist dann da noch die Reaktionsfähigkeit im Zins? Also wenn man schon im Grunde genommen das Gaspedal rückgedrückt hat, was macht man dann, wenn es in der Konjunktur mal nicht so läuft? Macht man dann das nächste Quantitative Easing? Vielleicht schon. Also vielleicht ist das sogar naheliegender auf Sicht von ein, zwei Jahren, als jetzt, dass die Fed massiv an der Zinsschraube nach oben dreht. Und in der Tat, dieses Rumgeeiere macht die Glaubwürdigkeit natürlich nicht unbedingt größer. Also für mich ist die Fed im Moment keine so wirklich knackig ernstzunehmende Größe eigentlich. Bei Draghi, finde ich, ist das schon recht geschickt gemacht, was da jetzt passiert ist. Auch wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Denn wir haben ja zuletzt ein negatives Inflationsniveau gehabt, eine Eurozone minus 0,1% waren es ja. Das ist aber verzerrt auch durch den Energiesektor wieder gewesen. Jetzt haben wir, ich sagte eben schon, sprach eben über den Ölpreis. Gerade in der zweiten Hälfte 2014 ist der Ölpreis massiv runtergegangen. Das heißt, wenn wir jetzt ein paar Monate weiterdenken, sagen wir Januar, Februar, dann sprechen wir über ein Umfeld, wo dieser deflatorische Effekt aus den Energiepreisen, zumindest aus dem Ölpreis heraus, der ja vorher Gegenwind war für die Inflation, auf einmal zur Flaute wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich recht hoch, dass wir im Januar, Februar oder auch danach deutlich normalere Inflationsraten bekommen. Und wenn die EZB dann Gas gegeben hätte, dann hätte sie möglicherweise ein Argumentationsproblem. Wenn die Inflation von jetzt im negativen Bereich wieder ansteigen würde auf, sagen wir, 0,8% oder 1%, dann wäre es schwieriger, das zu verkaufen. Das andere, was ich interessant finde, ist, wir haben in der jüngeren Zeit eine ganz spannende Situation im Euro gehabt. Und zwar ist der Euro charttechnisch in ein Dreieck hineingelaufen und stand tatsächlich in der Gefahr, nach oben hin über den Widerstand bei ungefähr 1,15 Dollar auszubrechen. Das wäre ein heftig starkes Kaufsignal gewesen, wenn das nachhaltig gelungen wäre. Nun ist der Währungskurs der für die EZB kein Policy Target, kein Ziel, womit man aktiv arbeitet, sagen wir. Aber ich glaube, zwischen den Zahlen hat man das natürlich schon im Blick. Und vielleicht zählte die jüngste Rhetorik auch darauf ab, eben diesen Ausbruch nach oben hin nicht zuzulassen, sondern eher den Euro wieder zu schwächen. Und im Moment sieht es ja auch eher danach aus, dass wir eben eher einen schwächeren Euro bekommen in Richtung der vorherigen Tiefs, vielleicht sogar in Richtung Parität. So, die EZB beklagt ja die Reformträgheit in Europa. Da hat die EZB nicht direkt Einfluss darauf, aber über einen schwachen Euro kann sie natürlich etwas Zeit kaufen. Und vielleicht ist das auch, also zumindest eine durchaus erwünschte Nebenwirkung dieser ganzen Geschichte, die dann eben auch ein Stück weit in der Realwirtschaft ankommt. Vielleicht nicht unbedingt über den Transmissionsweg Kredit, ne? Also wo man das vielleicht denken würde, niedriger Zins, gleich mehr Kredit, also das muss man nicht unbedingt unterstellen, aber über einen schwächeren Europreis kann man natürlich schon in der Eurozone etwas bewegen können. Mindestens für die Exportwirtschaft und über die Importpreise kann man vielleicht auch ein bisschen Inflationsdruck erzeugen, zumindest isoliert für diese Ecke des Marktes. Also meines Erachtens ist das schon recht geschickt gemacht. Ob das langfristig sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Wie gesagt, das ist ein Riesenexperiment. Und wie man aus der Nummer wieder rauskommt, das gilt nicht nur für die EZB, gilt auch für die Fed, gilt für die Bank of Japan, das ist ein ganz großes Fragezeichen. Wenn man überhaupt in näherer Zeit daraus auszubrechen versuchen wird. Oh, ich glaube, der Draghi hat Spaß. Vielleicht erleben wir das gar nicht mehr. Dass ja, die vielleicht wird das ein dauerhafter Weg. Ja, dass die Bilanzen einfach so aufgepumpt bleiben von den Zentralbanken. Und dass wir einfach damit leben müssen. Und ja, solange es funktioniert, ist ja auch nichts dagegen. Und vielleicht steht der Draghi ja bald an der Tür in Frankfurt, wenn es in der Realwirtschaft einfach nicht ankommt, und drückt uns Geld in die Hand. Weißt du, das ist früher Begrüßungsgeld. Wenn dann sagt er, wir bringen das Geld direkt in die reale Wirtschaft. Also das wäre doch mal eine Maßnahme. Das kann er doch an der Tür stehen und kann sagen, hier, komm vorbei, kriegt von mir jeder ein Hunderter oder auch ein bisschen mehr. Ich meine, er hat ja Milliarden, kann er auch mal ein Tausender oder so rausrücken. Dann musst du eine Schlange, holt sich jeder ein Tausender ein,
geht in Frankfurt einkaufen, hat ja die Wirtschaft auch angekurbelt. Ne? Also für die Konjunktur könnte ich mir vorstellen, war das schon ein ganz schöner Push. Also damit könnte man wahrscheinlich mehr bewegen, als das Geld den Banken in die Hand zu drücken, die es dann bei der EZB zu minus 0,2% anlegen. Ne? Zum Beispiel. Deswegen wäre auch ein mutiger Schritt, die Steuern zu senken. Wenn man einfach die Steuern senkt, damit wir mehr Geld ausgeben. Aber ich glaube, da stößt man bei der Frau Merkel auf... Da sitzen dann Merkel, Gabriel und sie sitzen dann so... Ich glaube, die haben momentan jetzt auch noch Probleme. Ja, gut. Das lassen wir das. Herr Suess, ein abschließendes Wörtchen noch, weil wir in Amerika sind, zu den Zahlen von Apple. Da hat der Tim Cook auch so ein bisschen rumgedruckst, wenn es um den weiteren Ausblick kommt. Deswegen schießen wieder die alljährlichen Gedanken durch die Gegend. Oh, die sind am Zenit angekommen. Sagt man ja eigentlich nach jedem Quartalsbericht, sagt man so, jetzt ist Apple oben und weiter geht nicht mehr. Geht es doch noch weiter? Also wir haben uns da im Brief nicht beirren lassen. Wir haben die Zahlen natürlich auch kommentiert. Das war ja auch schon beeindruckend. Der Quartalsgewinn um 31% drauf, der Umsatz um mehr als ein Fünftel gesteigt. In China hat man deutlich zugelegt. Das iPad ist vielleicht ein bisschen schwächer verkauft worden. Dafür hat das iPhone Punkte machen können. Und wir haben dann Apple sozusagen als Kauf belassen und denken, dass der Kurs da auch noch weiter hochgehen kann. Insofern muss man die Kirche da im Dorf lassen, weil es ist einfach ja auch eine langfristig erfolgreiche Story und die wird nicht einfach so über Nacht abbrechen. Das nicht, aber vielleicht brauchen wir doch mal wieder ein neues Produkt, um ein bisschen Fantasie zu kriegen. Ja, also von diesem Punkt, dass man der Vorreiter ist, Pionier, was solche Produkte angeht, sei es jetzt iPhone oder was auch immer. Apples Kunst war ja immer, Produkte, die es eigentlich schon gab, die noch etwas anwenderfreundlicher zu gestalten, mit einem schicken Design zu versehen, mit einem tollen Marketing und einer tollen Werbung zu verkaufen und damit immense Margen einzukassieren. Und das funktioniert ja jetzt schon seit einigen Jahren. Zuletzt haben wir gesehen mit der Apple Watch. Da lässt man sich ja eigentlich, hat der Cook jetzt überhaupt da was zu gesagt bei den letzten Zahlen? Ich habe nichts gesehen, also ich habe auch gar nicht auf die Zahlen geguckt. Ich interessiere mich ja nicht für die. Ich finde also, die fürchterlich, ich muss so ein Ding nicht am Arm haben. Ja, aber das ist schon ein Signal auch, wenn man da eher so ungern drüber spricht. Also scheint damit nicht gut zu laufen und damit ist natürlich dieser Nimbus. Früher war ja immer so, egal was Apple auf den Markt gebracht hat, das war immer ein Mega-Knaller. Die Leute haben kampiert vor den Apple-Läden und dann ab 0:01 wurden dann die Läden aufgemacht und man konnte die dann kaufen. Und das scheint mit der Apple Watch nicht zu sein. Das erste Produkt seit langem, wo es jetzt nicht mehr so funktioniert. Aber trotzdem, es hat in den vergangenen Jahren der Erfolgsgeschichte von Apple hat solche Phasen, wenn auch jetzt nicht so deutlich wie mit der Apple Watch, hat es immer mal Phasen gegeben, wo man an dem langfristigen Erfolg von Apple gezweifelt hat. Zum Beispiel, als es mit den MP3-Playern, als es damit deutlich bergab ging, das war ja noch vor dem iPhone, waren das ja die Cash-Cows. Und die Cash-Cows des Unternehmens. Und da dachte auch jeder, wenn das jetzt schon runtergeht mit den Verkaufszahlen, was soll da jetzt noch kommen? Da gab es auch mal so einen tiefen Rücksetzer von der Aktie und dann kam das iPhone. Also es kann durchaus sein, dass Apple vielleicht diesmal was länger braucht, um ein neues, attraktives Produkt, was jeder haben will, am Markt zu lancieren. In der Vergangenheit, ich glaube, das habe ich an dieser Stelle auch schon öfter gesagt, waren so deutliche Rücksetzer bei der Apple-Aktie. Das waren immer sensationelle Kaufgelegenheiten. Und es wird aber auch oft gesagt, ja, die ist doch schon so toll gestiegen und die hat sich verX-facht in den letzten Jahren, aber die Aktie ist weiterhin nicht teuer. Die hat jetzt ein KGV von 13. Das ist für so ein Technologieunternehmen mit diesen sensationellen Margen, mit diesem dynamischen Wachstum, ist es spottbillig. Und die haben jetzt aber mehr als 200 Milliarden Dollar Cash in der Kasse, das heißt Geld, was die da liegen haben. Wenn man das mal umrechnet pro Aktie, sind das über 35 Dollar. Die Aktie notiert bei über 119 Dollar. 35 Dollar davon sind Geld, Bargeld, was da liegt. Das heißt, wenn man das mal abzieht, sind wir bei einem KGV von 9. Das heißt, man bezahlt für das Geschäft von Apple gerade mal den neunfachen Jahresgewinn. Und das ist spottbillig, meines Erachtens ist die Aktie, wenn man jetzt nicht gerade sehr kurzfristig rausgelegt ist, ist die Aktie jetzt auf jeden Fall wieder ein Kauf. Aber du musst bedenken, bei den Zinsen kriegst du nichts für dein Geld, ne? Ja, okay. Ich meine, aber ja. Apple will ja, also A, kauft Apple eigene Aktien zurück. Ja. Man hat ja sogar Bonds dafür ausgegeben. Man hat Fremdkapital aufgenommen zu einem Zins von 0,2%, um dafür dann Aktien zurückzukaufen. Und man will ja auch Dividenden zahlen und man will ja dieses Geld auch ausschütten an die Aktionäre. Ja, aber vielleicht holen sie sich den Aktienrückkauf wieder zurück. Die kaufen jetzt ganz viele Aktien, zahlen sich die Dividende ja selber. Ne? Normalerweise werden die Aktien ja dann vernichtet eingezogen. Und, also das Grundkapital wird dadurch reduziert. Ja.
Also wenn man das mal so ein bisschen im Hinterkopf hat, bei so einer niedrigen Bewertung ist es meines Erachtens auch gar nicht notwendig, dass alle paar Monate das neue sensationelle Produkt rauskommt. Die müssen nur, und wenn der Wachstumstrend ein bisschen flacher ist als bisher, ist das bei so einer niedrigen Bewertung überhaupt kein Problem. Okay. Dann, meine Damen und Herren, machen Sie sich keine Gedanken um Apple, nutzen Sie die Schwäche aus und kaufen dazu. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Aktie, die bei uns im Stresstest zu Gast ist. Kaum war die Prognosekürzung und die Gewinnwarnung draußen, ging bei uns im E-Mail-Account, ich sage Ihnen auch nochmal die Adresse, redaktion@bernecker.tv, da können Sie hinschicken Ihre Aktie, die wir hier besprechen sollen. Dann kamen da auch direkt die ersten Aktien, Manns, und wir sind diesem Wunsch nachgekommen. Wir sprechen über Manns. Die Aktie von Manns, also unser Wert, der im Stresstest unter die Lupe genommen wird. Nach der Gewinnwarnung muss man sagen, ganz heißes Eisen, an dem man sich nur die Finger verbrennen kann, Herr Suris. So ist es aus unserer Sicht. Wir haben da im Brief auch natürlich drüber geschrieben. Da wurde ja sozusagen der Wert an einem Tag deutlich geschlachtet. Und da haben wir uns gesagt, da wollen wir erstmal Abstand halten. Ich habe da persönlich auch so eine Geschichte wie bei der Centrotherm, die ja auch ganz in der Nähe sozusagen von Manns beheimatet ist und die ja im Solarbereich da auch mal Konkurrent von Manns war, im Kopf. Das hat ja bei denen auch irgendwann mal mit den Aufträgen nicht mehr geklappt, obwohl es ein technologisch hervorragendes Unternehmen war, und dann am Ende stand dann die Planinsolvenz und die Wiedergeburt als neue AG. Bei Manns wird es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm kommen, aber es ist so, dass das Flaggschiff Solar da schon in die Bredouille geraten ist, aufgrund der Auftragsschwäche in China, und insofern ist das für uns erstmal der Grund dafür, auch Abstand zu halten, bis sich das weiter gesettelt hat. Bei dir weiter? Wie geht der Frankfurter damit um? Auch Klappe, Mülleimer hoch, rein? Ja, also ich meine, man kann schon sagen, dass das Unternehmen sich natürlich in den letzten Monaten fett diskreditiert hat. Man hatte ja am Jahresanfang eigentlich im Geschäftsbericht 2014, glaube ich, eine durchaus ambitionierte oder positive Prognose, was den Umsatz angeht, auch was das EBIT angeht, glaube ich. Das hat man ja dann gegen Jahresmitte dann nochmal etwas eingedampft, die Prognose, und jetzt eben zuletzt deutlich eingedampft. Zumindest gegenüber der Prognose aus dem Geschäftsbericht 2014. Das heißt, das Management scheint die Situation entweder nicht richtig einzuschätzen oder nicht richtig im Griff zu haben. China ist natürlich ein wichtiger Punkt. Man hat einen sehr hohen China-Anteil im Umsatz im ersten Halbjahr gehabt, ich glaube mehr als 50%. Aber auch wenn man sich die längerfristige Historie anschaut, in den letzten 5 Jahren oder sagen wir Zeitraum bis 2014, macht das Unternehmen für mich keinen wirklich überzeugenden Eindruck. Also ich meine, Hightech-Maschinenbau grundsätzlich ist ja eigentlich nicht so uninteressant. Das Thema Energiespeicher, Energy Storage, auch eigentlich durchaus ein interessantes Thema, wenn man an das Thema Mobilität denkt beispielsweise. Aber in den letzten 5 Jahren, wie gesagt, bis 2014, ist es für Manns eigentlich nicht besonders gut gelaufen. Man hat 3-mal, glaube ich, einen kleinen Gewinn ausgewiesen im EBIT, also Ergebnis vor Zinsen und Steuern, 2-mal Fettverlust gemacht. Also von der Gesamthistorie macht das für mich keinen so ganz überzeugenden Eindruck. Und jetzt zusammen mit diesen Zahlen, die Charttechnik kommt dazu, die Aktie hängt ja voll in der Luft, ist gar nicht richtig zu greifen, wo da der Boden liegen wird. Insofern ist das jetzt wirklich wie so ein fallendes Messer. Vielleicht hält das Niveau, vielleicht aber auch nicht. Insofern muss man da im Moment nicht investiert sein. Ja, wieder können wir es den Chinesen in die Schuhe schieben, ne? Die sind da auch dran schuld, und ich glaube nicht, dass der Aktionär sagt, juhu, kaufen, Manns. Ja, wir waren ja im Aktionärsbrief, waren wir ja bis Jahresmitte eigentlich, haben wir das Unternehmen positiv begleitet, und auch nach der ersten Gewinnwarnung, da sah es ja auch tatsächlich erstmal so aus, als ob das eine einmalige Sache war, als dort im Juni die Prognose reduziert worden war. Und das kam ja danach, kamen ja noch interessante Storys dann. Man hat sich verstärkt durch kleinere Zukäufe. Dann kam die Sache, dass man mit einem, wie es hieß, führenden US-Unternehmen der Elektromobilität, mir fällt da nur Tesla ein, ein anderes Unternehmen fällt mir da nicht ein, dass man da jetzt in Gesprächen sei und da wohl auch schon einen Prototyp geliefert hat zur Akkuherstellung. Aber dieses Projekt scheint auch in der Luft zu hängen. Weil, so wie man hört, ist der Prototyp, den man da geliefert hat, ohne weitere massive Veränderungen, ist der wohl nicht zu verkaufen. Und da werden jetzt wohl auch Anschlussaufträge erstmal nicht kommen, zumindest nicht mehr in diesem Jahr.
Manz bemüht ja immer dieses Vokabular der Auftragsverschiebung. Auftragsverschiebung beinhaltet ja auch immer, die Aufträge kommen schon noch, aber halt später als bisher gedacht. Und meines Erachtens ist es immer so der erste Schritt, wo dann das Vokabular dann schleichend verschlechtert wird. Bei der nächsten Gewinnwarnung ist dann vielleicht nicht mehr von Auftragsverschiebung, sondern von Auftragsstornierung die Rede. Und das Management von Manz selber hat ja in dem Interview, ich glaube in der Wirtschaftswoche war es, hat man ja gesagt, es ist nicht so, dass wir nicht mitgekriegt hätten, dass es in China momentan nicht gut läuft. Ausschlaggebend wäre gewesen, wann die Unternehmen dort gesagt hätten, wir verschieben unsere Aufträge. Und das hätte man eine Woche vor der Gewinnwarnung oder jetzt vor der letzten Prognosereduzierung, hätte man davon noch nichts gewusst halt. Ne? Und ja, also meines Erachtens ist wirklich, schließe ich mich da mittlerweile dem Walter Thissen an. Also von diesem an sich positiven, von diesem positiven Grundgerüst, es ist ja nur wirklich eine interessante Branche, in der man es tätig ist, Spezialmaschinenbau halt, zum einen Electronics, da wo man Maschinen zur Displayfertigung und zur Platinenfertigung, auf der anderen Seite dann Energiespeicher, also Akkuherstellung, Maschinen zur Herstellung von Akkus. Die Solarsparte ist jetzt komplett zur Disposition gestellt, also über Abwicklung bis zum Verkauf oder eine Hereinnahme eines Ankerinvestors wird da jetzt alles überdacht. Aber die Solarsparte soll laut dem Management im kommenden Jahr keine Kosten mehr verursachen. Das heißt, da ist jetzt völlig unbekannt, wie es da jetzt überhaupt weitergeht. Aber wenn man jetzt mal die neue Prognose, man geht ja jetzt von, ich glaube, 200 bis 210 Millionen Euro Umsatz aus. Und im vergangenen Jahr waren wir ungefähr bei 304 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, das wäre ein Umsatzrückgang von einem Drittel. Ursprüngliche Umsatzprognose war 340, 350 Millionen Euro, glaube ich. Und jetzt soll es nur 200, 210 Millionen Euro werden. Also es ist schon ein Schluck aus der Pulle. Es ist jetzt keine kleine Prognosereduzierung, sondern wenn man jetzt mal das mal zusammenzählt, diese zwei Reduzierungen, also das ist schon wirklich ein Wort. Und es mag sein, dass die Aktie jetzt irgendwo einen Boden findet, weil der Kursabschlag war natürlich schon brachial. Aber das hätte man im Sommer auch schon sagen können. Da sind wir, haben wir dann auch gesagt nach den Kursrücksetzern, ja, jetzt findet die Aktie vielleicht gegen 60 Euro einen Boden. Der hat auch ungefähr so gehalten. Die Aktie ist dann so geschwankt, aber jetzt mit der neuerlichen Prognosereduzierung nochmal brachial runtergedonnert. Für mich momentan ist das kein ernsthaftes Investment. Man kann vielleicht mal auf eine technische Erholung spekulieren, aber das sollten bitte nur ganz nervenstarke Spekulanten machen. Die ist auch schwer zu greifen. Die ist schwer zu greifen, meine Damen und Herren. Finger weg, unser Tipp, wenn Sie Manz haben, dann ziehen Sie die Reißleine raus mit dem Wert. Und wenn Sie eine Aktie haben, wo Sie noch nicht wissen, was Sie damit machen sollen, ich sag's nochmal, redaktion@bernecker.tv. Schicken Sie uns den Wert und wir sagen Ihnen, was Sie damit machen sollen. Auch wenn manch einer vielleicht auch gar nicht damit zufrieden ist, wenn wir das sagen. Ne? Aber Manz gehört raus. Schluss, aus, dann machen wir es wieder Draghi, rauf auf die dicke Bertha und gen Himmel schießen. So, Aktien, die Sie viel lieber oder viel besser haben sollten anstatt Manns, die kommen jetzt. Und da haben wir drei deutsche Werte und einen englischen. Also Insel First. Sagen wir mal, Herr Suris, da kommt dann Reckitt Benckiser oder Benckiser zum Einsatz bei Ihnen. Obwohl, da muss ich sagen, Reckitt Benckiser hat natürlich deutsche Wurzeln. Die eine Hälfte von dem Unternehmen ist aus Deutschland gekommen. Da ist ja auch noch die Milliardärsfamilie Reimann an Bord als Hauptaktionär. Insofern haben wir da eine deutsch-englische Produktion der Wert. Allerdings ist selber in Großbritannien beheimatet, auch da an der Börse gelistet. Und das ist ein Haushaltsreiniger, werden da vornehmlich schon Reckitt Benckiser produziert, unter anderem Sagrotan. Und wir haben diese Aktie ausgewählt, weil sie halt schon länger bei uns im Depot ist, auch mit einer langfristigen Ausrichtung. Ist einer der Werte, die wir ohne Stop-Loss fahren, weil das einfach als Konsumwert bei uns eine langfristige Performance hat und wir da sozusagen gezielt strategisch die Position dann immer wieder aufstocken. Und im Moment ist da ein schönes positives Momentum. Die haben ja zuletzt die Umsatzprognose angehoben, haben dann auch weiter profitiert. Wenn jetzt der Euro schwächer wird, auch gegenüber dem britischen Pfund, dann gibt es dann zusätzlich noch so eine gewisse Währungsperformance. Und das dürfte für die zwei nächsten Wochen noch einiges zu erwarten sein. Okay, Sie geben Vollgas mit Reckitt Benckiser.
Der Kaiser, der ist auch unter Druck. Der hat gerade auch andere Probleme. Ja, man muss vielleicht auch mal den Mund mit Sakrotan waschen, damit da nicht so viel Böses rauskommt. Dann gehen wir mal zum heimlichen Favoriten, wenn es nach dem Aktionärsbrief geht. Unheimlich. 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 Ja. Unheimlicher Favorit. Wir kommen zu Wirecard. Wirecard, ja, haben wir in diesem Jahr im Aktionärsbrief auch schon des Öfteren zum Kauf empfohlen. Aktie hat auch schon einen immensen Kursgewinn hinter sich gebracht, dass einem fast schon Angst und Bange werden kann. Hat jetzt am Donnerstag dieser Woche Zahlen geliefert für das vergangene Quartal, früher als erwartet meines Erachtens. Umsatz und EBITDA sind jeweils um knapp ein Drittel gestiegen, war etwas über den Erwartungen. Jahresziel wurde bestätigt, meines Erachtens könnte man das sogar leicht übertreffen. Was meines Erachtens aber auch spannend ist, also generell Wirecard ist ja sowieso in einem interessanten Geschäftsfeld tätig, nämlich in Bezahldienstleistungen, elektronischen Bezahldienstleistungen. Das heißt, Wirecard stellt erstmal die technische Infrastruktur zur Verfügung. Man denkt natürlich hier vor allen Dingen an Einkauf im Internet. Und das wird ja auch immer populärer, Online-Banking, so Sachen oder jetzt über Fintech ist ja das neue Stichwort, da gibt es ja auch verschiedene Lösungen schon. Wirecard hat auch eine Vollbanklizenz, das heißt, das ist eine vollwertige Bank, damit kann man auch ganz andere Angebote machen als diese Fintech-Lösungen. Man ist weltweit mittlerweile aktiv, man wächst organisch oder das ist zumindest der Schwerpunkt, verstärkt sich aber immer. Weltweit immer in einzelnen Regionen durch kleinere Unternehmen, die dort schon im Markt etabliert sind, vorzugsweise da die technische Infrastruktur auch schon installiert haben. Also wirklich eine sehr interessante Lösung, zumal ja auch Mobile Payment ist ja auch im Vormarsch. Da ist man natürlich auch mit drin in diesem Gebiet. Die Bedeutung von Bargeld nimmt ab weiterhin. Das heißt, die Menschen ziehen es immer weiter vor, Bargeld loszubezahlen. Da ist Wirecard natürlich in genau dem richtigen Geschäftsfeld tätig. Und vorerst ist auch nicht zu sehen, dass diese Story, diese Wachstumsstory in den kommenden Jahren enden wird. Was auch besonders interessant ist, ist, das Unternehmen ist fast zu 100% im Streubesitz. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob da nicht vielleicht einer von den beiden anderen großen Konkurrenten, die da heißen Worldpay aus Großbritannien, jetzt gerade erst vor ein, zwei Wochen in London milliardenschwer an die Börse gebracht worden, oder Global Payment aus USA, ob die sich nicht vielleicht mal Wirecard angucken und die dann mal mit spitzem Bleistift rechnen, ob sich da eine Übernahme nicht lohnt. Ein Streubesitz von annähernd 100% ist dann natürlich fast wie eine Einladung. Wirecard selbst sagt, wir benötigen weder einen Ankerinvestor noch irgendwie eine Übernahme oder so. Wir sind selbst stark und groß genug, in diesem Markt weiterhin wachsen zu können, dynamisch wachsen zu können. Da mögen sie sogar recht haben. Ob das die beiden anderen Konkurrenten großartig interessiert, ist die andere Frage. Also ich glaube schon, dass die Aktie über die nächsten Monate weiter super laufen wird. Jetzt ist er natürlich in den letzten Tagen bzw. Wochen schon sehr gut gelaufen. Jetzt auch nach den sehr guten Zahlen nochmal angesprungen. Wahrscheinlich wird es dann auch einen Rücksetzer jetzt erstmal geben in den nächsten Tagen. Muss ich aber bereit sein hinzunehmen, dass ich kurzfristig vielleicht auch mal ins Minus gehe. Aber ich glaube, dann pünktlich in zwei Wochen ist die dann mindestens prozentual zweistellig. Da liegt schon ein Übernahmeangebot auf. Jetzt hat er die ganze Aktie noch mit einer Übernahmefantasie gesalzen. Ja. Obwohl, die sie gar nicht brauchen. Läuft doch schon so gut. Wenn er weiterkommt, dann ist der Doktor meistens nicht weit. Beim letzten Mal hast du die Software für Ärzte dabei gehabt. Heute ist wieder ein Doktor dabei, Dr. Höhle, aber der hat mit Medizin nicht so viel am Hut. Genau, Dr. Höhle ist ein richtiger Spezialitätenwert. Viele Anleger werden ihn gar nicht kennen. Das Unternehmen hat auch nur einen Börsenwert von, ich glaube, 137 Millionen über den Daumen. Jetzt kommt er hier mit den kleinen Klitschen. Aber Dr. Höhle hat eine interessante Story. Man ist der Spezialist für UV-Technologie. Und das ist ein Bereich, den man in verschiedenen Bereichen ganz gut nutzen kann. Mit UV-Technologie kann man beispielsweise Wasser entkeimen, und zwar chemikalienfrei, oder desinfizieren. Man kann Oberflächen entkeimen, man kann Sonnenlicht simulieren, man kann Klebstoffe schnell trocknen. Mit UV-reaktiven Farbstoffen lassen sich Zeitgewinne realisieren. Also verschiedene Vorteile, die UV-Technologie eigentlich recht interessant machen. Das Unternehmen hat eine super Historie, ist langfristig sehr, sehr gut gewachsen, gerade in den letzten Jahren auch gut vorangekommen. Erstes Halbjahr ist ebenfalls richtig gut gelaufen, im Umsatz, ich glaube, knapp 10%, im Ergebnis ungefähr um die Hälfte vorangekommen.
Dazu kommt eine interessante Charttechnik. Die Aktie ist eigentlich langfristig in einem recht steilen Aufwärtstrend, hat aber jetzt die letzten Monate so ein bisschen konsolidiert und mit dem Marktumfeld zusammen haben wir jetzt vielleicht die Chance, eben auch wieder nach oben hindurch zu starten, zumal die Aktie nicht allzu teuer ist, wenn die Gewinnschätzung laut Finanznet und oder beziehungsweise Factset greift, liegt das KGV für das kommende Jahr, glaube ich, bei ungefähr 14,6. So, glaube ich, haben wir hier eine Spezialitätenchance, die man mal machen kann. Kann man mal machen, ne? Ja, wir schauen mal, was in zwei Wochen aussieht, ne? Fehlt noch meine Aktie, meine Damen und Herren. Ich habe mich heute entschieden für eine Aktie, mit der man sehr viel Sprüche machen kann, ne? Fuchs Petrolub, was haben wir nicht alles schon gelacht, ne? Läuft wie geschmiert. Ja, alles geölt bei Fuchs Petrolub. Schmiermittelhersteller für Spezialschmierstoffe, also kein so einfaches Umfeld. Aber es läuft, die Aktie befindet sich kurz unter ihrem Allzeithoch, was sie vor gar nicht allzu langer Zeit erklommen hat. Jetzt läuft sie wieder daran. Am 3. November kommen die Zahlen. Wir haben trotzdem einen schönen Aufwärtstrend. In diesem Jahr hat die Aktie schon über 50%. Ja, natürlich, Doppeltop. Haben wir bei Daimler jetzt auch gehört, ist klar. Ja, natürlich. 3. November, meine Damen und Herren, kommen die Zahlen. Die Bank mit dem Mann, der eisern durchkehrt, hat schon mal kundgetan, dass Umsatz und Gewinn mindestens beide über 10% gesteigert werden oder worden sind, nach ihren Einschätzungen. Dazu dann die mutige Empfehlung, hold und ein Kursziel 7 Euro unterm aktuellen Kurs. Also krass, die trauen sich was. Ja, die frage ich mich, wie kann man denn dann hold sagen, wenn man das Kursziel 7 Euro tiefer sieht? Behalten Sie die Aktie, verlieren Sie die 7 Euro, können Sie nichts falsch machen. Herrlich, hoffentlich muss der nicht auch beim Chef rein. Weg, ne? Wenn der jetzt hier mit dem Besen kehrt. Der andere hat das Kursziel um ganze 50 Cent erhöht, weil die Integration der beiden Übernahmen doch billiger ist als erwartet. Da legt er mal, kriegst du nicht mehr der guten Eis für, ne? Aber 50 Cent drauf auf den Kurs, auch nicht zu verachten. Ich gehe ein bisschen weiter. Ich sage, die knackt jetzt, nicht direkt jetzt während des Stammtisches, aber die geht schon über die 50 drüber, davon bin ich überzeugt. Wenn die Zahlen denn stimmen, vielleicht werde ich doch eines Besseren belehrt und die stimmen nicht, aber ich gehe davon aus, dass Fuchs Petrolub weiter läuft, ist nicht ganz so ein Schnäppchen mit einem KGV von 26, aber Gutes hat seinen Preis. Und für die 50 Cent kriegst du eben kein Eis. Ne? Und wir wollen uns ja zumindest in zwei Wochen, will ich mir eine Kugel Eis kaufen können. Ne? Also, sag ich, die steigt mehr als ein Euro, weil ich möchte mir Spaghetti-Eis kaufen. Das also die vier Aktien, meine Damen und Herren, die jetzt ins Rennen gehen. In zwei Wochen werden wir dann gucken, wer die nächste Runde zahlen muss. Wir schauen nochmal auf die Übersicht drauf. Hier sehen Sie es, Fuchs Petrolub, die Vorzüge übrigens, habe ich vergessen zu erwähnen, gibt ja auch noch die Stammaktien, die deutlich niedriger notieren. Wirecard, ja, mit Übernahme gespickt, Übernahmefantasie, dann Dr. Höhle, Spezialitätenwert und Reckitt Benckiser, mit denen machen wir dann sauber, wenn wir hier schlabbern beim Stammtisch, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir dann doch zu unserem DAX-Spiel. Und diesmal war es um einiges einfacher zu gewinnen als beim letzten Mal. Da ging es ja heiß her, Sie wissen es vielleicht noch. Die ersten 9 Tipps lagen gerade mal schlappe 20 Punkte auseinander. Also da ging es wirklich heiß her. Diesmal war es einfacher. Mit so einem Schub hat kaum einer gerechnet. Diesmal reicht schon ein Abstand von über 400 Punkten, um das Spiel zu gewinnen. Der Herr Finke war mit 10.444 Punkten von allen Tippern noch am optimistischsten. Und keiner hat damit gerechnet, dass der DAX eben so steigt. Sei es drum, Herr Finke, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Sie bekommen von uns einen Börsenbrief oder Wernicke TV, ganz was Sie möchten, kostenlos 3 Monate zur Probe zur Verfügung gestellt. Das ist Ihr Gewinn. Sie können natürlich auch wieder mitspielen, meine Damen und Herren. Es geht in die neue Runde und wir fangen hier mit dem Bären am Tisch an. Aber Bär bedeutet in dem Fall einfach eine Seitwärtsbewegung, wenn man auf deinen DAX-Tipp guckt. Ja, eine Seitwärtsbewegung, hinter der sich allerdings schon Marktbewegung verbirgt. Also mein Szenario ist, dass wir nach oben hin noch ein bisschen Luft haben, in Richtung 11.000, vielleicht ein bisschen darüber. Ungefähr auf dem Niveau liegt ja die 200-Tage-Linie am DAX. Und auch der Abwärtstrend im kurzfristigen Rahmen, also Szenario, dass wir nochmal in diese Richtung gehen, dass wir dann aber anschließend so ein bisschen Luft holen, sagen wir zurückkommen auf 10,6 vielleicht ungefähr und dann in zwei Wochen vielleicht ungefähr wieder auf dem jetzigen Niveau. Und ich sagte vorhin ja schon, oder sprach schon an auf die Bewertung, per 28.10. mit Daten der Börsenzeitung der Reuters, Thomson Reuters lag das DAX-KGV ja nur bei ungefähr 12,9. Also das heißt, ist nicht besonders teuer aus meiner Sicht. Oder hoch bewertet und auf mittlerer Sicht bietet sich schon ein ganz nettes Potenzial an. Aber kurzfristig erstmal so ein bisschen Zuckel hoch, runter und dann in zwei Wochen auf 10.810 Punkten.
Der Herr Suchus ist da immer kurz und schmerzlos. Gleiche Zahl, 11.000, wir steigen. Ja, es ist so, man wird ja auch als Börsenredakteur älter und dann sind solche glatten Zahlen einfach leichter zu merken. Und insofern habe ich mich da heute für die 11.000 entschieden. Ja, der DAX geht immer weiter vom Tipp her nach oben. Ich komme dann mit 11.174 Punkten. Ich denke, wenn wir über die 11 drüber gehen, dann gibt es auch erstmal auch Anschlusskäufe, weil dann schlägt vielleicht auch noch das ein oder andere Computersystem eins oben drauf. Deswegen gehen wir weiter und du gehst noch ein Stück weiter und 11.204. Allerdings jetzt auch nicht in einer einzigen Bewegung. Wir sind ja jetzt sehr gut gelaufen in den letzten Tagen. Ich glaube auch, dass wir jetzt erstmal einen Rücksetzer bekommen, dann sich der DAX wieder was fangen kann und dann zum nächsten Aufwärtsschub dann ansetzen wird. Und dann gehe ich mal von aus, dass wir dann in zwei Wochen bei 11.204 Punkten dann rauskommen werden. Ja, damit haben wir. Vielleicht machen wir es demnächst immer so, wir setzen uns in der Tippreihenfolge. Können wir uns langsam aber sicher steigern, meine Damen und Herren. Das also unsere Tipps. Hier ist nochmal die Übersicht. Sie können natürlich jetzt dann was gewinnen. Tippen Sie mit, schicken Sie Ihren Tipp an redaktion@bernecker.tv. Es gibt auch einen Einsendeschluss, der ist der 4.11. Und da tippen Sie dann, wo der DAX in zwei Wochen steht. Also am Donnerstag in zwei Wochen. Heute ist ja Freitag, also nur noch in 13 Tagen, meine Damen und Herren. Es muss der Eröffnungskurs von Donnerstag sein. Als wir das ausmachen. Ja, manchmal ja, schon. Ja. Wenn wir es immer so genau tippen könnten, dann würden wir nicht hier sitzen, oder? Manchmal haben wir ja schon so eine Intraday-Volatilität von ein paar hundert Punkten, da kann es dann schon eine Rolle spielen. Ne? Ja, außer wenn China an dem Tag sagt, aus, Schluss, wir machen zu. Das 24. August war das, ne? Ja. Wir hören auf, wir haben keinen Bock mehr, alles vorbei. So, meine Damen und Herren, das war der Bernecker Stammtisch. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank, Herr Kante. Vielen Dank, Herr Suchis. Vielen Dank, Herr Thyssen. Danke an euch alle. Meine Damen und Herren, in zwei Wochen sehen wir uns wieder, gucken, wer gewonnen hat und wer nicht. Und vielleicht weise ich Sie noch einmal darauf hin, auf den Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie später eingeschaltet haben, sagt man so schön, aber bei uns im Internet kann man ja einschalten, wenn man will und gucken, wie man will. Ne? Trotzdem werde ich diesen gängigen Satz mal gebrauchen. Wenn Sie erst später eingeschaltet haben, haben Sie vielleicht den Bernecker Börsenkompass verpasst. Wird geschrieben von Herrn Schmidtbauer und meiner Wenigkeit. Und da gibt es zurzeit eine Beta-Testphase. Da kann man, wenn Sie eine E-Mail schreiben, an info@finanzen100.de diese Beta-Version kostengünstig für 9,95 Euro bekommen. Später kostet die App viel mehr und was ich vorhin vergessen habe zu sagen, aktuell geht es nur, wenn man ein Android-fähiges Handy hat. Wer Apple hat, muss sich noch ein bisschen gedulden. Da kommt in 2-3 Wochen die App auf den Markt. Das also noch mein Tipp zum Ende für Sie und jetzt will ich Sie auch nicht mehr weiter belästigen. Schönen Tag, schönes Wochenende. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.